So, weiter geht's mit Hogwarts Legacy und wir machen heute weiter mit einer Mission. Natürlich, oder mit einer Quest heißt das ja hier. Wir müssen zu Poppy. Kann ich nicht irgendwie mal das ganze Ding ein bisschen abkürzen? So. Was ist das hier? Hogsmeade. Ja, es ist doch einfacher, wenn wir da jetzt nicht hinrennen. Warte mal, wo sind die alle? Wir kürzen das ganze Ding ein bisschen ab. Gut, ich werde gerade den lila Punkt rausnehmen. Es wird ihm noch leid tun, mich ausgeschlossen zu haben. Hier müssen wir rein, okay. Das ist anders als unser letzter Ausflug. Erinnere mich nicht. Der Gedanke an das Zelt bringt mich immer noch zum Kochen. Ich habe über diese armen Drachen im Kampfring nachgedacht. Die Halsbänder, die sie trugen, sie schienen aus Koboldsilber zu sein. Ich glaube, wir haben so ein Halsband in diesem Wildererlager gefunden. Ich habe noch nie erlebt, dass Wilderer so etwas benutzen. Der Drache, der meine Kutsche angegriffen hat, trug ein Halsband. Und Professor Fig war verblüfft von seinem Verhalten. Dieser Angriff kam mir immer ein wenig seltsam vor. Er kam scheinbar aus dem Nichts. Willst du etwa andeuten, dass die Halsbänder die armen Geschöpfe kontrollieren? Ganz genau. Bei Merlin. Gefühlt, ja. Ich glaube nicht, dass der Drache, den wir befreit haben, ein Halsband trug. Aber wir sollten nachsehen. Und wir sollten das Ei zurückgeben. Okay. Gute Idee. Wir müssen uns darum kümmern. Ich werde mich sofort damit befassen. Da wäre noch etwas. Ich wollte es vorher nur nicht ansprechen. Wegen mir hast du jetzt anscheinend mehr Ärger mit Victor Rookwood. Warum ist er hinter dir her? Rookwood arbeitet mit Ranrock zusammen. Und der will etwas, das ich bei Gringotts gefunden habe. Fig hatte einen Portschlüssel, der uns nach dem Angriff dorthin brachte. Es ist eine lange Geschichte, aber Fig bat mich, sie vorerst für mich zu behalten. Meine Güte. Das wirft sicherlich etwas Licht auf das, was wir im Zelt gesehen haben. Ich werde dein Geheimnis hüten, als wäre es mein eigenes. Ich werde nicht nach Einzelheiten fragen. Eigentlich muss ich auch los. Ich würde den Drachen gern so schnell wie möglich aufspüren. Ich sage Bescheid, wenn ich weiß, wo sie ist. So. Das war jetzt mehr oder weniger schon wieder alles, oder was? Warte mal. Super, dann müssen wir jetzt doch noch mal was anderes machen, weil eigentlich war jetzt... Wir können mal nach dem Fohlen gucken. Mir gerade auf. Ja, das wäre vielleicht mal, wäre vielleicht jetzt mal die cleverste Variante, weil bevor die jetzt auf Zeitbrauch spielt, machen wir das kurz. Karte von Hogwarts. Ich glaube, Zeit haben wir nämlich genug. Keine Räume. Und der Raum der Wünsche. Ich hoffe, dass ich jetzt im richtigen Raum gelandet bin. Bin ich auch. 6 Minuten brauchen wir noch. Na, ich dachte, wir haben noch ein bisschen, wir haben Zeit.
Na komm her. Nimm mal das hier. Ja, der Zeitraum lohnt sich eigentlich schon fast gar nichts mehr zu machen. Wir werden uns ein bisschen umgucken. Wir werden mal ein bisschen gucken. Weil ich will die Zeit ein bisschen gut machen jetzt hier. So, das Erscheinungsbild ändern. So. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen auf Zeit spielen, weil es einfach jetzt sinnfrei ist, nochmal irgendwas einzubauen. Die Hauptmission möchte ich eigentlich gerne in der nächsten Folge machen. So. So, wie lange braucht ihr jetzt hier zwei noch? Fünf. Das kann man noch machen. Genau. Ich hüpfe mal rüber kurz wegen den Verbesserungen. Entschuldigung. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Revelio. Nochmal, ich spiele jetzt ein bisschen auf Zeit. Stufe 3. Hallo und Verzeihung. Hallo. Kann ich dir irgendwie helfen? Hallo. Ich habe mich gefragt, ob Sie Interesse an einem eigenen Laden hätten, samt einer Hauselfin, die Ihnen hilft. Penny ist der Name. Pennys Herrin verkauft diesen Laden und Penny freut sich auf die Zusammenarbeit mit einem neuen Inhaber. Es überrascht Sie vielleicht, dass Penny so ziemlich alles verkaufen kann. Oh, das wäre cool. Oh, ein Laden, um Dinge zu verkaufen, wäre toll. Samt Aushilfe. Sie können Penny alles Mögliche geben, das Sie verkaufen wollen. Sobald der Laden läuft, bedeutet es keinerlei Mehrarbeit für Sie. Wenn Sie den Laden kaufen wollen, und Penny hofft das sehr, sollten Sie alsbald mit Pennys Herrin sprechen. Ihr Name ist Cassandra Mason. Warum verkauft deine Herrin den Laden? Und dich? Penny ist nicht sicher, da Herrin Mason nur selten mit ihr über derlei Dinge spricht. Allerdings hat sie auch oft gesagt, wie leid sie es doch ist, zu versuchen, den Laden zu vermieten. Mit den letzten paar Metern hatte sie wirklich einfach kein Glück. Ups, zu viel gesagt. Geht's dir gut? Hältst du etwa die Luft an? Oh.
Penny geht es gut. Manchmal muss Penny sich nur daran erinnern, mit dem Reden aufzuhören. Was könnte ich denn verkaufen? Was für Waren könnte ich denn in dem Laden verkaufen? Waren aller Art. Alles von Diptam-Essenz bis hin zu Mondkalbfell. Wenn es für etwas einen Käufer gibt, kann Penny es verkaufen. Für den besten Preis. Fragen Sie nur Herrin Mason. Machen wir auf jeden Fall. Das ist der Laden für die Vorbesteller, beziehungsweise die Deluxe-Edition dieses Spiels. Die kriegen quasi dann, oder Vorbesteller? Ich glaube, Vorbesteller war das. Wir bekommen diesen Laden hier. Warum liegt dir das Verkaufen so? Ungewöhnlich für eine Hauselfe. Oh, vor seinem Tod hat Pennys früherer Herr, Mr. Mason, ihr alle möglichen Aufgaben in seinem Laden anvertraut. Penny schätzt, dass ein solches Talent für Hauselfen ziemlich außergewöhnlich ist. Aber Mr. Mason wollte es so und Penny hat es gerne getan. Mr. Mason war ein wundervoller Herr. So, der Laden wird runtergekommen. Oh, die vorherigen Mieter waren nicht gut organisiert. Sie haben recht früh aufgegeben. Penny ist bereit, bei der Reinigung und Reparatur zu helfen. Also wird der Laden im Handumdrehen bereit sein. Okay. Gut, dann werde ich Madame Mason aufsuchen. Oh, fantastisch. Sie werden es nicht bereuen. Sie finden Herrin Mason in ihrem Haus am Nordrand des Dorfes. Penny hofft sehr auf eine Zusammenarbeit. Dann machen wir das noch fix. So, die Mission heißt, kümmere dich um deine Angelegenheiten. Eine weitere Nebenquest. Wie gesagt, die ich eigentlich auch schon länger gemacht habe. Ich hatte das mehrmals gelesen irgendwo, dass wir... dass es diesen Laden gibt, für die, wie gesagt, Vorbesteller. Oder ich hoffe, was Legacy unbedingt haben wollte und machen wollte und spielen wollte. Wir sowieso gerade ein bisschen auf Zeit spielen. Ja, ich könnte auch Gold gebrauchen. Oder? Machen wir hier noch ein Haus. Kommen wir da rein? Oder ist das ein Dreier? Das ist ein Dreier-Schloss. Schade. Da wäre leider nicht die... Oh, das ist die Madame Mason. Mason. Den habe ich schon gehört, den Namen. Gehört, Sie wollen Ihren Laden verkaufen? Aber ja, ja, das stimmt. Sind Sie interessiert? Ist der Name nur Zufall oder sind das Verwandte von Freunden? Damals im zweiten Band gab es ja den Besuch bei Harry und seiner Anführungszeichen Familie. Und ich weiß, dass die auch mit Nachnamen Mason hießen. War das tatsächlich, waren die, sind die verwandt mit denen? Nur so nebenbei, oder ist das reiner Zufall der Name? Ich meine, das bekommt wahrscheinlich ziemlich häufig vor. Nur so, gerade mal als Gedankenspiel. Tja. Ja, ich wollte schon immer einen eigenen Laden. Oh, fantastisch. Meine Bedingungen sind durchaus sehr großzügig. Aber... Und verzeihen Sie mir die Frage, sind Sie nicht ein wenig jung für so ein Geschäft? Ach, wo? Nö. Aber sag ich Geld. Ich bin sehr wohl in der Lage, einen Laden zu führen. Ich dachte, Sie freuen sich über den Verkauf. Nun, Sie scheinen das notwendige Selbstvertrauen dafür zu besitzen. Und natürlich steht Ihnen Penny zur Seite. Dieser Elf könnte einem Troll eine Tasse Tee verkaufen. Sie hat Ihnen sicher gesagt, dass sie zum Laden gehört. Ja, das hat sie. Sie gefallen mir. Ich sage Ihnen was. Ich kaufe Ihnen den Laden für einen sehr fairen Preis. Ich glaube, Sie haben das Zeug dazu, etwas daraus zu machen. Ein sehr fairer Preis. Für einen Laden samt Elfen? Wo ist der Haken? Sie tun gut daran, bei Geschäftsabschlüssen Argwohn zu hegen. Es gibt keinen Haken. Ich möchte Ihnen nur den Gefallen tun dürfen, den Laden zurückzukaufen. Zu einem vergünstigten Preis, versteht sich, sollten Ihre Versuche scheitern. Das Letzte, was wir in Hogsmeade brauchen, ist ein räudiges Schaf, das die ganze Herde ansteckt, wenn Sie verstehen.
Warum glauben Sie, dass ich scheitere? Ihr Glaube an mich ist ja überwältigend. Aber ich werde gewiss nicht scheitern. Da ist wieder dieses Selbstvertrauen. Und ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg. Kommen wir ins Geschäft. Was meinen Sie mit Scheitern? Was genau meinen Sie denn bitte mit Scheitern? Das bedeutet lediglich, dass ich helfen kann, die Verluste abzufangen, sollten Sie das Geschäft aus irgendeinem Grund nicht fortführen können. Mehr nicht. Doch, wie Sie bereits sagten, sind die Chancen dafür verschwindend gering. So, warum sind die anderen gescheitert? Es scheint nicht ganz einfach zu sein. Warum hatten andere Besitzer hier so wenig Erfolg? Sie wissen sicher, dass es nicht so trivial ist, einen Laden zu führen, wie jene mit weniger Geschäftssinn manchmal denken. Doch sie haben dabei im Gegensatz zu früheren Inhabern einen entscheidenden Vorteil. Pennys außerordentliche Geschäftstüchtigkeit. Ihre Hilfe wird den entscheidenden Ausschlag geben, sowohl in Bezug auf die Vorbereitung des Ladens als auch auf seinen Erfolg. Warum ist er leer? Der Laden hat eine ausgezeichnete Lage. Warum hat ihn noch niemand gekauft? Das stimmt. Aber ich habe gerade entschieden, ihn zu verkaufen. Ich bin die Mühe leid. Mein verstorbener Ehemann war von uns beiden der wahre Ladeninhaber und Geschäftsmann. Sie täten gut daran, diese Gelegenheit zu ergreifen, bevor weitere Angebote bei mir eintrudeln. Gut, ich denke mal drüber nach. Das klingt verlockend. Aber ich muss erst meine Finanzen prüfen. Ich komme zu Ihnen, wenn ich mich entschieden habe. Nun gut, aber ich kann mit dem Verkauf auch nicht zu lange warten. So. Wenn Sie den Laden wollen, sollten Sie so bald wie möglich zu mir zurückkommen. So, was willst du jetzt für den Laden? Madame Mason, wegen des Ladens. Ja? Ich habe mich entschieden und möchte den Laden gern kaufen. Oh nein, Sie scheinen nicht das nötige Geld beisammen zu haben. Ich kann noch etwas warten, aber nicht mehr lange. Ich hoffe, Sie können das Geld bald beschaffen. Nicht, dass Ihnen diese großartige Gelegenheit noch entgeht. Ach so, okay. Der kostet nur 1500. Alles klar. Wisst ihr was? Das machen wir zusammen. Das kriegen wir hin. Habe ich irgendwo eine Möglichkeit, Dinge zu verkaufen? Ich kaufe den Laden. Warte mal kurz. Ich habe da bestimmt irgendwo eine Möglichkeit, noch Geld zu schaffen. Ich hab bestimmt irgendwo noch einen Händler, oder? Auf welche Seite? Der Honigtopf. So, du habt ja bestimmt noch Möglichkeit, irgendwas zu verkaufen, oder? Das ist noch mehr. Also da sind jetzt einige Seiten. Drei. Hier ist er. Hallo, Homura. Ich glaube, ich gucke, brauche ich nicht mal Dinge verkaufen. Reveille. Ich
Okay, ist keine weitere Seite drin. Was sind wir denn hier? Ja, warte mal, diese Kiste. Oh. Heidenrücken. Warum auch immer, was das auch immer ist. Na, 60 brauchen wir noch. Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Da. Gut, Papi möchte mit uns quatschen. Ich muss jetzt gerade gucken, ob ich einen Händler irgendwo finde. Hier ist Papi. Schreib allerdings Katzen, why not? Wir haben die 1500. Und ich habe dann noch was verkaufen können müssen. So, ich hole mir kurz den Laden. Und dann gucken wir mal. Moin, moin, ich will den Laden kaufen. Madame Mason. Wegen des Ladens. Ja? Ich habe mich entschieden und möchte den Laden gern kaufen. Ich bin wirklich beeindruckt. Für Ihr Alter sind Sie erstaunlich geschäftstüchtig. Ja, das stimmt wohl. Und mutig. Sie werden es nicht bereuen. Geben Sie mir das Geld und ich bringe den Papierkram sofort auf den Weg. Gern. Wunderbar. Soll ich direkt zum Laden gehen? Bitte doch. Oh, eine Sache noch. Seit dem Tod meines Mannes konnte ich mich nicht überwinden, einige seiner persönlichen Dinge abzuholen. Sie sind in einer Truhe hinten im Laden. Penny hat den Schlüssel. Wenn Sie sich nun dort einrichten, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie vor der Eröffnung einer alten Witwe beistehen und sie mir bringen könnten. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrem Vorhaben. Penny wird Sie dort treffen. So, Laden gekauft. Und in der nächsten Folge quatschen wir mit der Elfen. Gucken wir mal mit dem Klamotten. Und dann bringen wir das der Eulen hier nachher. Und danach kümmern wir uns um die Tastrale. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play. Oh Gott,